Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über... Hi, schön, dass du wieder da bist. Ihr kennt sicherlich den Spruch, iss nicht zu viel Zucker, sonst kriegst du Diabetes. Das könnt ihr schon mal vergessen, denn dieser Zusammenhang ist überhaupt nicht richtig. Zwar ist Zucker für euch nicht gut, vor allen Dingen übermäßiger Zuckerkonsum, während man nichts anderes mehr macht, aber es gibt nicht wirklich einen wissenschaftlich bewiesenen Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Diabetes. Allerdings kann Zuckerkonsum vor allen Dingen übermäßig zu Übergewicht führen und das wiederum begünstigt dann die Ausprägung von Diabetes. Jetzt kann man natürlich viel über Diabetes sprechen, allerdings habe ich einen einzigen Fakt zu Diabetes herausgefunden und den fand ich so krass, dass ich gedacht hatte, wir sprechen einfach mal drüber. Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über diabetische Ketoazidose. Vorweg mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Diabetes mellitus ist nicht wirklich nur eine einzige Krankheit, sondern bezeichnet eine Reihe von Stoffwechselproblemen, die mit einer Erhöhung des Blutzuckergehaltes einhergehen. Ihr habt sicherlich schon von den unterschiedlichen Typen von Diabetes gehört. Bei Diabetes Typ 1 zum Beispiel wird gar kein oder nur begrenzt Insulin im Körper produziert. Bei Typ 1a sorgen die Polizeizellen, also die weißen Blutkörperchen, im Körper dazu, dass die Bauchspeicheldrüse als Feind erkannt und attackiert wird. Und auch das wiederum sorgt für eine verminderte Insulinproduktion. Und bei Diabetes Typ 2 handelt es sich um eine Mischform zwischen unzureichender Insulinproduktion und unzureichender Insulinwirkung an den Zellen. Das erstmal grob als Überblick. Man stellt sich als Laie Insulin und den Blutzucker als gegensätzliche Pole dar. Wenn ich zu wenig Insulin im Blut habe, dann steigt mein Blutzuckerspiegel und das ist super gefährlich. Wenn ich zu viel Insulin im Blut habe, dann sinkt der Blutzuckerspiegel und mein Gehirn verhungert. Das ist aber allerdings nur die halbe Wahrheit. Allerdings kann man festhalten, ein hoher Blutzuckergehalt, also zuckersüßes, sirupartiges Blut in den Adern, ist super schlimm. Hoher Blutzucker wirkt nämlich ätzend auf eure Blutgefäße. Falls jemand von euch auf Kartell-Folterknecht umschulen will, eine 50%ige Dextrose-Lösung als Infusion angelegt, lässt bei dem einfach die Venen platzen. Er kann euch allerdings dann nicht mehr so viel Rede und Antwort stellen, also ihr müsst das bedenken. Selbst mäßig erhöhte Blutzuckerwerte, die über eine längere Zeit sozusagen andauern, sorgen dafür, dass die Venen und Arterien langsam vernarben und im Zweifelsfall sogar reißen. Und das ist besonders schlimm für so entfernt liegende Regionen vom Herzen, zum Beispiel wie die Beine, weil es hier besonders schwierig ist, das Blut hin und her zu transportieren. Ein paar Jahre lang klebriges, kratziges Zuckerblut in euren Venen sorgt dafür, dass die Nervenenden, vor allen Dingen unten, aufgrund schlechter Durchblutung einfach absterben. Und das sorgt dafür, dass die Wunden an den Beinen und Füßen nicht mehr so wirklich gut heilen und irgendwann faulen euch die Beine auch einfach ab. Dieses sirupartige, süßliche Blut ist quasi wie die Karamellsoße auf eurem Beinfleisch und den essen besonders gerne halt Bakterien. Und das ist der Grund, warum Wunden bei Diabetikern, vor allen Dingen an den Beinen, besonders schlecht heilen und die immer wieder Probleme mit den Füßen und auch den Zehen haben. Übrigens, kleiner Funfact, die Nervenschädigungen, die dieses zuckerartige Blut halt hervorruft, ist auch der Grund, warum Diabetiker manchmal einfach erblinden. Das sind die Schädigungen am Sehnerv. Aber auch Nieren bestehen zum Beispiel zum großen Teil aus Nervenzellen und die werden auch beschädigt. Und wenn Nierenkreisläufe in der Niere geschädigt sind und das Wasser nicht mehr richtig durchlassen können, dann hat die Niere aber Kirmes. Aber die Niere hat natürlich einen Fail-Safe-Key dafür. Und zwar, wenn der Druck durch den Blutzucker richtig hoch geht, dann presst sie einfach das Blut durch die Blutfilter mit hohem Druck einfach durch. Und das sorgt dafür, dass du das Zuckerwasser einfach wegpissen kannst. So hat man übrigens Diabetes früher wirklich diagnostiziert, weil der Urin süßlich riecht und auch schmeckt. Arzt war damals kein Job für Weicheier.
Und was so gut klingt, dass einfach das durch die Blutfilter durch hohen Druck gepresst wird, hört sich erstmal gut an, aber jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dabei gehen aber diese Blutfilter halt kaputt. Das heißt, da werden riesige Löcher reingerissen. Das ist der Grund, warum es bei Diabetikern öfter mal zu Nierenversagen kommt und sie dann zu Dialyse müssen. Darüber hinaus werden allerdings auch Blutgefäße im Herzen oder im Gehirn mit angegriffen, was wiederum dafür sorgt, dass viele Diabetiker Schlaganfälle oder Herzinfarkte bekommen. Und jetzt, obwohl ich hier diese lächerlichen Jokes die ganze Zeit mache und das so locker hinweg erzähle, Diabetes ist wirklich eine sehr schwere und dringend zu behandelnde Krankheit. Damit macht man eigentlich keine Witze. Und deswegen wird es jetzt auch richtig gut. Ihr müsst euch vorstellen, dickes, dichtes Blut, also mit einem hohen Blutzuckerspiegel, zieht Wasser aus dem ganzen Gewebe, den Organen und auch den Muskeln. Aus dem Grund wird man unfassbar durstig, wenn der Körper eine Diabeteskrise hat, weil er das irgendwie ausgleichen will. Nicht diagnostizierte Diabetiker werden ja daran erkannt, dass sie nachts immer so mehrere Liter Wasser neben dem Bett stehen haben und unglaublichen Durst entwickeln. Sie trinken also dieses ganze Wasser, die Nieren schütten halt durch erhöhten Druck das ganze Wasser aus und sich dadurch halt noch mehr in Stücke. Das hatten wir ja eben schon. Und das übelste Ding in Bezug darauf ist die diabetische Ketoazidose. Und die schauen wir uns jetzt genau an und deswegen müssen wir mal ganz kurz gucken, was macht Insulin eigentlich? Stellt euch das so vor, unsere Zellen haben halt einen kleinen Mund. Und dieser Mund ist grundsätzlich erstmal verschlossen, um zu verhindern, dass sie alles aufessen, was gerade so im Blut halt vorbeischwimmt. Quasi ist Insulin das A-Stäbchen beim Arzt, was ihr kennt, oder halt der Löffel, quasi der Flieger, der bei Kleinkindern ankommt. Ne, ihr kennt das ja, macht den Mund auf, das Flugzeug kommt und so, und dann geht halt der Mund auf. Genau das macht das Insulin mit den Zellen. Wenn der Körper zu wenig oder gar kein Insulin produziert, könnt ihr euch vorstellen, dass das schlecht ist für die Zellen, weil dann verhungern sie, obwohl im Blut genug Essen vorhanden ist. Und noch einen guten Effekt gibt es, wenn man nämlich sehr viel Fett eingelagert hat und übergewichtig ist, dann kriegen die Zellen ein Signal. Und zwar, dass man jetzt erstmal im Körper genug Essen hat für die nächsten 3 Monate. Das sorgt dafür, dass sie den Mund geschlossen halten, weil sie haben ja das Signal bekommen, dass genug Essen da ist. Und das wiederum äußert sich in einer Insulinresistenz. Das heißt, es muss viel mehr Insulin aufgebracht werden, damit diese kleinen Zellen überhaupt noch ihren Mund aufmachen. Das ist irgendwie der am wenigsten verstandene Teil bei dieser ganzen Zucker-Diabetes-Übergewicht-Geschichte. Man weiß noch nicht hundertprozentig, wie das Ganze passiert. Man weiß aber, dass übermäßiges Fett am Körper zu einer Insulinresistenz führt. Und jetzt mal ganz nebenbei, mal off the record gesprochen. Deswegen finde ich die Leute so bescheuert, die im Internet, vor allen Dingen auf Instagram und so, die Leute abfeiern, die so massives Übergewicht haben, ne? Empowerment und so und ja, du siehst wunderschön aus. Natürlich soll jeder so leben, wie er möchte, ne? Damit habe ich überhaupt gar kein Problem und es sollte vor allen Dingen keiner gemobbt werden wegen Aussehen, Übergewicht oder wegen sonst irgendwas. Aber man muss sich mal genau überlegen, ob man zu einem Raucher hingehen würde und sagen würde, ja, toll, dass du rauchst, oh, und so mutig und toll und den noch empowert. Das würde niemand tun und es ist genau dasselbe. Aber was rede ich, hört mir sowieso keiner zu. Auf jeden Fall, Zellen sind verschlossen, weil insulinresistent, der Zuckeransturm ins Blut, weil die Ernährung nicht umgestellt wird, lässt halt nicht nach und dieses zuckerartige Blut zieht immer mehr Wasser natürlich aus den Zellen, die wiederum aber Hunger haben. Ein anderer Effekt, was Insulin ermöglicht, ist, dass die Zellen auch Kalium aus dem Blut aufnehmen können. Kalium brauchen sie, um sich selbst und ihre inneren Pumpen am Leben zu erhalten. Das kriegen sie jetzt aber auch nicht. Das verbleibt im Blut und sorgt dafür, dass das Blut sauer wird, also pH-wertmäßig. Zu diesem Zeitpunkt ist innerhalb der Zelle schon wirklich die Kacke am Dampfen, weil sie sich quasi selber verdaut. Und das wohlgemerkt, während man von außen meinen könnte, der Mensch ist übergewichtig und genug Fettreserven eigentlich zur Verfügung stehen. Und natürlich senden in diesem Moment die Zellen nur ein einziges Signal an das Gehirn: Hunger.
Sie haben wahnsinnigen Hunger. Und das ist der Grund, warum der Übergewichtige sich quasi Cola ohne Ende reinschüttet und Zuckerhaltiges, weil das halt die besten Energielieferanten für das Gehirn ist. Und dementsprechend verhungert der Körper, während er sich selbst Essen zuführt. Und das ist kein Witz. Viele Diabetiker glauben, wenn sie ein Hungergefühl oder einen starken Drang nach etwas verspüren, dass sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Dann messen sie und stellen fest, dass ihr Blutzuckerspiegel aber ziemlich hoch ist. Die Zellen können einfach nur nichts aufnehmen. Damit aber noch nicht genug. Durch die Aufspaltung von Proteinen und Fetten entstehen Ketone. Zellen, die hungern und sich selbst auffressen, die produzieren Milchsäure. Zusammen mit dem zusätzlichen Kalium, was ja nicht mehr weggegessen werden kann und es schwimmt einfach darin rum, wird das Blut mehr und mehr und mehr und mehr zur Säure. Also jetzt nicht wie bei Alien, sondern halt säurehaltiger, also vom pH-Wert gesprochen. Das Problem dieses sauren Blutes versucht der Körper natürlich zu lösen. Und zwar durch den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid ist im Blut nämlich eher sauer gelöst. Und dann beginnt man, eine andere Atmung zu bekommen. Man atmet, als wenn man gerade einen Marathon gelaufen ist. Wir haben das ja neulich in dem Video schon besprochen, dass unser Reflex vom Atmen eigentlich vom CO2 gesteuert wird, nicht vom Sauerstoff. Und das Ganze nennt man dann Kussmaul-Breathing. Das ist wirklich ein Effekt, der dadurch ausgelöst wird und nicht selten ist. Und jetzt hat man das Problem, dass beim Marathon, wenn man sich das so vorstellt, ihr könnt ja nochmal ins Video gucken von damals, dass man wahnsinnig viel Energie braucht. Was machen Zellen, wenn sie Energie brauchen? Genau, sie verbrennen weiterhin sich selber und produzieren immer weiter Milchsäure. Und ihr merkt schon, das ist ein wahnsinniger Teufelskreis. Nebenbei wird übrigens weiterhin durch das Nierenpressen immer weiter noch Wasser ausgeschieden, sodass man immer weiter dehydriert und irgendwann sagen dann auch die Organe Medal off. In kurz gesagt, die Zellen haben so viel Hunger aufgestaut, dass sie sich quasi selber auffressen und das ungenutzte Kalium im Blut baut unglaublichen Druck auf, der wiederum den Herzmuskel außer Fassung bringt. Und dann bleibt das Herz einfach stehen. Wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, hungert man langsam über einen längeren Zeitraum einfach aus, weil Millionen kleine Häcksler in deinem Körper beginnen und fortführen, sich selber zu zerhäckseln. Aber dann hat man wenigstens noch ein bisschen Spannung dabei, weil man weiß nicht wirklich, welches Organ gibt jetzt wohl als erstes den Geist auf. Diabetische Ketoazidose ist wirklich eine der miesesten Sachen, die in unserem Körper ablaufen können. Und jetzt wisst ihr auch warum. Und mit diesem schönen Wissen entlasse ich euch heute ins schöne Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und ich trinke jetzt erstmal eine Cola. Macht's gut, bis dann, ciao.